Händler. Hallo? Hallo. Lass mich raten, du sollst mich für Omar aufmischen. Von mir kriegt der Mistkerl gar nichts. Wovon redest du denn da? Was ich... Tut mir leid. Das Messer, die Waffe... Ich dachte... Na, vergiss es. Suchst du was Spezielles oder siehst du dich nur um? Was hast du denn? Was ich habe? Das hier ist Cuvaquiaco, eine der größten Ausgrabungsstätten in Südamerika. Naja, sie könnte es sein. Sie sollte es sein. Wenn die Plünderer nicht wären? Ganz genau. Omar und seinen Leuten geht's ums Geld, nicht um Geschichte. Ich verkaufe Objekte von kultureller Bedeutung. Vielleicht beschädigt, aber man kann sie restaurieren. Ich zeig dir, was ich habe. Alldämpfer, geil. Tholenvisier. Ah, die Durchschlagskraft eines LKW bei 30 km/h. Was zum Snipen war. Geräuschlose Pfeile. Überreste Urksstiefel. Das? Erhöht die Menge herstellbarer Munition. Nee, das sind Munitionstaschen, Karina, tatsächlich. Ausgezeichnete Wahl. Ja. Ja, das, ja. Enthält 30 Schuss ist schon wenig. Viel Spaß. Ja. Ausgezeichnete Wahl. Ja, so macht man Geschäfte. Ausgezeichnete Wahl. So ist es. Wenn du wieder handeln willst, ich bin hier. Nein, ich will nicht handeln. Mag dich nicht. Wo ist jetzt das... Aha, okay. Ich erwarte irgendwie, dass ich mit Tab die Karte auch wieder schließen kann. Aber ich kann nicht. Ah. Hier drin soll... Ach, da. Wir gehen jetzt erstmal in den... Schon gehört? Sie zwingen unsere Kinder zur Arbeit. Ich weiß, armer Pablo. Wir sollen das tun. Sie haben Marco so... Hallo? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Lass dich nicht täuschen. Das hier ist ein guter Ort. Schwierig, aber gut. Dein Garten hat den Sturm wohl überlebt. Durch Glück und harte Arbeit. Wir haben ihn gemeinsam angelegt, also haben ihn auch alle geschützt. So, dann gehen wir jetzt mal die Banditen aufmischen. Oh.
Was ist das? Hey, Pablo. Oh mein Gott. Bitte, hilf mir. Bist du okay? Die sind hinter mir her. Bist du Pablo? Ja. Alles okay. Dein Vater schickt mich. Er ist bei Abby. Geh hin und triff ihn dort. Die Typen übernehme ich. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich weiß es nicht, Carina. Ich werde es gleich sehen. Hier. Eigentlich meinen Bogen hin. Irgendwie habe ich gerade keine Waffen. Das klingt gar nicht gut. Ich glaube nämlich, dass keiner was von Pause gesagt hat. Zurück an die Arbeit. Tut mir leid, ich weiß nicht, was du noch von mir willst. Motivation fürs Klammerarbeit ist schwierig. Oh, es gibt sicher einen Weg, sie zu motivieren. Scheiße. Was ist in ihnen gefahren? Wir waren immer 10 Leute. Wert auf dem Schwarzmarkt, definitiv. Stimmt. Fast 100% Aufschlag, egal was wir besorgen. Oh ja. Scheiße, ran am Boden! Ist okay, Spitty. Ich glaube, wir haben nur dieses Laservisier nicht automatisch an der Waffe. Wahrscheinlich geht das mit der Pistole nie. Da brauchen wir wahrscheinlich die andere für. Hab noch einen schönen Abend, Spitty. Alles gut. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wir haben den Missbrauch satt. Letzte Warnung. Wir sehen nicht mehr tatenlos zu. Es ist jetzt genug. Geht zurück. Ihr lasst ihn besser gehen. Sofort. Eure Waffen beschützen euch nicht länger. An die Arbeit oder er stirbt. Ihr lasst uns nicht mehr bedrohen. Glaubt ihr das nur? Ihr seid ein Haufen lausiger Diebe. Ich mein's ernst. Ich seid ihr zu weit gegangen. Katsching! Alles klar. Ich muss zurück zum Dorf. Hey Leute. Pack deine Sachen und geh zurück ins Dorf. Sei gesegnet. Danke. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich hatte ja gehofft, dass der Händler, bei dem wir gerade waren, Dietriche hat. Der hatte leider keine. Aber ich habe mir doch extra die Taschen gekauft. Aber ja, du hast recht, die Tasche für die Ressourcen war noch nicht dabei. Das ist ärgerlich. Wofür braucht man denn dieses Seil? Muss ich mir. Na gut. Gibt's hier noch irgendwas, von dem wir wissen müssen? Was ist denn hier? Ein Sarkophag. Ach, den haben wir schon geöffnet.
Ja, okay. Den Ding. Okay. Ach so, ja. Ja, ne? Hättest du mal einen Rucksack dabei, ich sag's dir. Schlamm überall. Ich würde mich ja nicht trauen, da reinzugehen. Ich hätte Angst, dass mir Blutegel am Bein kleben. Ach. Hast du ihn gesehen? Pablo? Ja, er lief rüber zu Abby. Ich hoffe, er ist okay. Jetzt müssen wir doch bestimmt Omar ausnocken. Ja, der ist jetzt. Der ist raus. Die ist jetzt Backpacker ohne Backpack. Pablo hat von dir erzählt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Schon okay. Vor vielen Jahren, als mein Großvater noch ein Junge war, kamen Männer und wollten die Wildnis rund um das Dorf abholzen. Keiner hat sich gegen sie aufgelehnt. Nur mein Großvater. Ein 15-Jähriger stand mit einer leeren Waffe da und hielt Maschinen und Männer auf, die doppelt so groß waren. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von Dutzenden aufwiegen. Ich habe noch seine Waffe von damals. Ich möchte sie dir geben, als Zeichen des Muts und meiner Dankbarkeit. Okay, es bitte. Solltest du sie nicht Pablo geben? Mein Junge will Arzt werden, wie seine Mutter. Sag, wie heißt du überhaupt? Lara. Paul. Ich habe jetzt eine neue Geschichte, Lara. Nochmals danke. Ein Ding. Lustfalke, neue Ausrüstung. Oh. So krass. Neu hier, gewöhnlich eine Menge nichts tun. Obwohl mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Die macht schon ganz schön dolle Aua, ey. Kann ich jetzt eigentlich hier von der Pistole abmachen? Was mache ich denn das? Ach, der hat jetzt automatisch schon... Achso, warte mal, ich glaube, wir haben genug Fähigkeitspunkte für eine neue Fertigkeit. Oh, wir haben 3. Erhöhte Effektivität. Aha. Oh, das bräuchten wir.
gepanzerte Feinde sind nämlich die Pest. Nicht und ergreifend. So. So, und irgendwo hier. Da. Da war von dem Monolithen doch dieses Aufgabe. Ich denke. Dass wir da nicht so ohne weiteres hinkommen. Erstmal das Wasser aus dem Zopf bringen. Ich wundere mich gerade ein bisschen, dass wir Omar nicht klatschen müssen. Der ist doch immer noch am Leben. Bitte, ich kann leider nichts machen. Carina, ruckelt's bei dir auch? Neues Basis. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, okay. Ich hab's ja verstanden. Ah. Ah, dafür brauche ich Explosionspfeiler. Ja. Glaube ich. Aber war es denn das, was der Monolith mir sagen wollte? Wenn ich ihn jetzt nochmal anquatsche. Und nichts passiert, okay. Zack. Erz. Cool.
Werbespielzeug. Ah, ich wusste es. Nein, nein. Wollte mich doch nur umgucken. Entwischt. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ach ja. Ich finde nicht aus, was das bedeutet. Naja, fortgeschritten. Ich hab's gesehen. Hey. So ein Mist. Gibt es echt viele Basislager. Trinity ist angespannt. Wenn sie hier sind, für dann das sind Feld, sie vor Carina. Uns. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Wenn Dominguez recht hat. Ich brauche ja das Fell für die Upgrades von meinen Waffen. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Hey, das mit gleich hat er ja nicht übertrieben. Aus. Was hast du gemacht? Übertrieben. Jonah, sieh mal. X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara, Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das wollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint, bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko.
Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte. Ja. Vielleicht finde ich noch mehr. Er hat sich gebeamt. Klingt gut.